Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zurück zu Let's Play hier bei Five Nights at Freddy's Security Breach. Ja, wir sind natürlich immer noch hier in der Mülltonne, aber ich habe jetzt natürlich herausgefunden, wo wir jetzt eigentlich lang müssen. Und zwar, das ist jetzt schon ein bisschen fies versteckt. Ich war schon richtig, also wir müssen eigentlich wirklich zum Lift, aber wir müssen, bevor wir das tun, etwas machen. Denn wir müssen nochmal in dem Ort hingehen, wo wir das Geschenk gefunden haben. Und zwar müssen wir jetzt genau in dieser Tür, in dieser großen roten Tür, wo eigentlich gesperrt ist, einfach mal kurz hingehen. Jetzt passt mal auf, was gleich passiert. You found the fire escape. Unfortunately, I do not think there is a way to reach it without becoming a VIP. It is not a very good emergency system. You are lucky there is not a fire. I have lodged a formal complaint. Freddy, the doors are all locked. I can't get out of here. Get to the elevator. Find a safe path on your fast watch. Oh ja, jetzt kommt mal. Oh, 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 oh. Roxanne. Ja, hallo, meine Süße. Okay, und jetzt müssen wir uns kurz verstecken, weil ich habe Angst, dass sie uns jetzt hier gleich erwischt. Und jetzt, genau jetzt müssen wir versuchen, in den Lift zu kommen. Doch die Frage ist natürlich, ist jetzt Roxanne hier? Roxanne, bist du hier? Ja, da ist sie. Ja, die geliebte, schöne Roxy. Ach, ich verstecke mich schon ganz gut. Na, wo bin ich denn? Na? Ich bin was Besonderes, Roxanne. Okay, jetzt sollten wir so langsam Richtung Lift hingehen. Und dann kommen wir endlich mal weiter. Ich muss ganz ehrlich sagen, das war schon ein bisschen fies gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Okay, sie ist jetzt hier. Oh, scheiße. Okay, die geht ein bisschen weiter. Das ist gut. Na, halt, Moment, Moment, Moment. Immer vorsichtshalber immer speichern. Man weiß ja nie. So, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt das ganz obere. Okay, soweit, so gut. Okay, wo geht sie denn jetzt? Ups, hihi, da verstecke ich mich ganz gut schnell. Na, Roxanne, wo bin ich denn? Wo ist sie denn? Sie muss doch irgendwo noch hier sein. Ah, da ist sie. Wir warten einfach, bis sie jetzt hier weg ist. Weil das ist für mich noch ein bisschen riskant. Na, wo gehst du denn hin? Okay, sie ist noch hier. Jetzt sag bloß nicht, dass sie jetzt die ganze Zeit hier bleibt. Das ist schon ein bisschen echt mies. Ach komm, ich bin woanders. Ich bin komplett in den anderen Raum. Geh nochmal dorthin. Ich hab Freddy als Freund. Jetzt schnell. Jawohl, wir haben's. Oh, was macht der denn hier? Ich brauche keine Karte. Vanessa? Sie hat uns gefunden? Where am I? Look at all this stuff. Freddy? Freddy, are you there? I'm trapped. I'll bet you think you're real clever, Gregory. Yeah, I know your name. You're in big trouble. This is not the night to be wasting my time. So, you are going to wait right there in Lost and Found until your parents or the police arrive. Are you having fun?
Aus dem Büro entkommen, okay. Und das sollten wir ganz schnell tun. Aber wer ist denn eigentlich dieser Hase? Vanny. Okay, das sollten wir ganz schnell tun. Oh, Freiheit. Die süße Duft. Freiheit und schnell hier speichern. Wenn ich schon mal hier bin. Und dann gucken wir gleich, was in der Missionenliste steht. Oh, hier ist wieder ein Geschenk. Na, was ist denn da denn drin? Oh, gratis Eintrittskarte. Sehr schön. Okay, schnell speichern. Hat mich Vanny gefunden? Shit. So, aber hier schon mal speichern. Sehr schön. So, halt, wo muss ich denn jetzt eigentlich hin? Mission, Fundbüro. Das Atrium erreichen, bevor Vanny dich findet. Okay, dann gehe ich mal irgendwo hin. Aber ich dachte, ich wäre sicher. Ich dachte, die Vanessa hilft mir. Aber nee, wir werden natürlich von einem irren Hasen verfolgt. Vanny. Oh, Natur. Super. Jetzt haben wir auch noch hier Chica, die Müll frisst. Und wir können nicht mal Freddy. Oh, die ist da oben. Shit, die ist da oben. Ich habe die gerade gesehen. Aber warum können wir nicht Freddy herbeirufen? Wow, 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 vorsichtig, komm nicht näher. Na, wo kommt der Bot? Ah, ha, 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 ausgetrickst. Warte mal, warte mal. Okay, ich denke mal, ich bin erstmal hier sicher. Wo ist denn jetzt Vanny? Sie muss auch jetzt hier irgendwo noch in der Nähe sein. Ich habe so das Gefühl, die bleibt auch nur oben. Unten? Ach, die ist jetzt da unten. Oh, okay, okay, okay. Scheiße, Gregory, Gregory. Da ist die Tür. Jetzt schnell. Super Sprint. Oh, geschafft. Geil. Oh Gott, also irgendwas stimmt nicht mit Freddy. Irgendwas ist hier los. Und er ist jetzt in Ebene 2, habe ich das richtig gehört, in Roxy's Racer? Ist das korrekt? Habe ich überhaupt Taschenlampe aufgeladen? Das machen wir mal. So, besser ist es. So, Minimap. Oder Kamera oder... So, Moment mal. Missionen. Fundbüro. Kistenstapel nutzen, um Freddy in der Raceway... Und der Lobby zu finden, okay. Aber wir müssen immer noch zur Ladedock. Das ist der Ladedock unter dem Food Court auf Ebene 01 finden. Okay. So, halt, Moment mal. Die Karte, Ebene 02. Ich glaube, das in der linken Seite, das ist es. Die Strecke. Das muss sie sein. Sie ist hier? Wow. Wow, Alter, Alter, Alter. Okay, sie ist jetzt nicht persönlich hier, aber sie kann irgendwie auch die Bildschirme hacken. Interessant. Vanny, du bist wirklich, wirklich interessant, aber nein, danke. Ich habe leider keine Zeit zum Spielen. Ich muss nämlich Freddy finden. Freddy ist mein Freund und er braucht mich. Und ich brauche ihn. Wir sind super Freunde. Ja, ich und Freddy, wir sind Freunde. Wir gehören zusammen. Denn wir sind ein Team. Und alle anderen mag ich nicht. Okay, Moment, bevor wir jetzt hier hingehen, gehen wir erstmal hier hin. Weil ich könnte schwören, hier war irgendwo ein Geschenk. Ich weiß noch nicht, ob
da was irgendwas Wichtiges drin war. Aber ich bin mir wirklich ziemlich sicher, dort war irgendwo ein Geschenk. Und ich liebe Geschenke. Aha, okay, kein Geschenk, nur ein Rucksack. Und was haben wir denn da drin? Es passiert schon wieder. Achso, es passiert schon wieder, meine Güte. So, Kundenbeschwerde. Schon wieder Kundenbeschwerde. Mensch, Mensch, Mensch. Also, der Freddy-Laden hat echt Probleme. Auch schon heute und auch früher. Warum habt ihr wieder eröffnet? Keiner hat vergessen, was mit diesen Kindern passiert ist. Das fragt man eigentlich sich schon häufig. Warum öffnet sich einfach der Freddy-Laden? Aber hey, Vergangenheit ist Vergangenheit. Sowas würde doch niemals wieder passieren. Einfach nach vorne blicken. Passiert schon mal. Dann sind da nun halt mal Kinder entführt. Meine Güte. Ist doch nur ein schöner, schöner, feiner Laden. Wo ich gerne irgendwie hier schon mal hingehen möchte. Und das nur in meiner Fantasie. Achso, wieder so ein Wächter. Oh, vorsichtig. Ich sollte besser erstmal gucken, wo der Wächter irgendwo hier rumläuft. Ich habe immer Angst, dass ich hier irgendwas Wichtiges übersehe. Weil man weiß ja leider nie. Ich wollte schon sagen, sind das Einzelteile? Aber nee, das waren nur Säcke. Stufe 4 erforderlich. Das sieht irgendwo oder irgendwie danach aus, dass da irgendwas dahinter ist. Stufe 4. Ich hoffe, ich bin auch wirklich jetzt hier richtig. Weil es wurde gesagt, es ist in der Ebene 2. Kein Monty. Monty-Verbot. Okay, jetzt bin ich wieder hier. Ich sollte lieber mal aufpassen. Ja, da bist du. Lieber Herr Wächterfreund. Oh shit, oh shit, oh shit. Ne, Moment mal, jetzt bin ich wieder... Ja, das kennen wir doch. Ne, 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 ne. Oh! Wichser! Dieser verdammte Bot! Aber... Keiner ist hier. Okay. Also Moment mal, wo muss ich jetzt eigentlich genau hin? Ach, hier ist noch ein Geschenk. Ich hab's gewusst. War nun mal halt fies versteckt. Ein Roxy Balloon! Toll. Hilft mir aber im Moment nicht. Es sei denn, ich kann mich noch erinnern, man musste sicherlich irgendwo noch hier klettern. Aber ich weiß nicht, ob das jetzt genau hier das machen musste, weil das sieht so danach aus, ob wir nach oben gehen können. Aber hier kommen wir ja nicht mal vorbei, weil wir brauchen Stufe 4. Wo ist der Bot? Da war es. Oh! Wie? Aber ich hab's gefunden. Oh, da ist Freddy. Ich hab Freddy gefunden. Aber komm schon, das war echt eine fiese, fiese Stelle. Da muss man echt wirklich mal darauf kommen. Aber hey, ich hab's geschafft. Ich habe Freddy gefunden. Ich habe den Weg gefunden. Alles tutti in the mutti. Moment mal, bevor wir jetzt mal kurz zu Freddy gehen, will ich hier nochmal alles hier abchecken. Weil ich will gerne looten. Ah, was haben wir denn hier? Ein weiteres schönes Geschenk. Und was bekomme ich? Oh, eine Roxy-Maske. Cool. Ich will diese Roxy-Maske. Vielleicht, naja, wenn ich die hier aufsitze, kann Roxy mich nicht sehen. Weil ich dann auch Roxanne bin. Versteht ihr? Freddy, are you okay?
There you are. I was so worried. I waited and waited for you. I missed the hourly recharge and have been trying to get down to parts and service. I think something is wrong. Is there anything I can do? Help me. Get to parts and service. Of course I will. How do we get there? It is down under the main stage. Normally the stage lift takes me down there after every concert. That is really the only way I know how. Use that door behind me. It will take you to the rehearsal room on the other side of the building. Look for a backstage pass, then find a way to turn on the lift. Good luck, superstar. Entering rest mode. Freddy, nein. Okay. Du musst bei mir bleiben, Kumpel. Ich hab dich lieb. Aber mal ganz ehrlich, ich frag mich echt, was ist mit Freddy eigentlich passiert, weil schaut euch ihn an. Er ist irgendwie richtig schmutzig. Am Anfang des Spiels war er so richtig am Glänzen, so richtig neu. Und jetzt? Was ist mit dir passiert, Kumpel? Warum bist du so schmutzig? Wer hat das dir angetan? Das kann jetzt mir keiner sagen, dass es wegen Akku. Nee. Das kann nicht daran liegen. Ich meine, Chica sah jetzt gerade auch ziemlich schmutzig aus. Warum ist er schmutzig? War das Vanny? Wer zum Teufel war das, Kumpel? Okay, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen werden wir noch ein bisschen weitermachen. Aber warum müssen wir das Ganze alleine machen? Ich will bei Freddy bleiben. Ich will bei meinem Freund bleiben. Nee. Roxanne, wirklich? Wie um Himmels Willen bist du jetzt hierher gekommen? Wie? Und wo bist du, meine Süße? Wo zum Teufel sind wir denn hier? Okay. Kameras. Aber keine Roxanne. Mission, finde einen Backstage-Pass im Proberaum. Ach, jetzt auf einmal höre ich sie. Geh weg. Ich bin nicht hier. Ausgetrickst. Ich glaube, ich höre sie sogar. Die ist irgendwo rechts. Verstecken. Aber sehen tut man jetzt auch nicht hier viel. Ich höre sie. Ach, da ist sie. Ich habe aber Angst. Ich habe Angst von dir, obwohl du siehst schon ziemlich, naja, ihr wisst schon, hot aus. Aber, naja, ich habe so meine Zweifel. Ist sie jetzt neben mir oder eher? Okay, Moment mal, wir gehen jetzt mal. Ich will irgendwie auch mit der Taschenlampe ziemlich sparsam sein. Ich dachte schon. Na, wo gehst du hin? Oh, ups. Nein, falsche Taste. Und sprinten. Super Speed. Ihr kriegt mich nicht. Ich bin Super Gregory. Hey, Foxy, der Pirat. Zwar jetzt nicht der komplette Animatronic, einfach so ein Pappmaché. El Chipinata. Oh, wie cool.
Okay, der Bot ist ganz hinten. Upp, wo, hey. Jetzt schnell rüber. Alter, wie groß ist dieses Gebiet? Okay, hier ist nichts. Och, komm schon, ihr wollt mich ja jetzt hier echt verarschen, ne? So, schnell verstecken. Und jetzt... Nein! Oh fuck, jetzt hat Roxanne es gehört. Aber ich sehe sie nicht. Oh nein! Ich bin lost. Ich bin nicht hier, 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 ich bin nicht hier. Ich glaube, sie geht weg. Oder? Nee. Also ich höre ihr Schritte. Aber sehen tue ich sie nicht. Diese verdammte Bots. So, ich warte jetzt hier. Oh. Bin ich jetzt hier gleich da? Ein Geschenk. Oh, Glam-Chica-Figur, cool. Ich glaube, ja. Oh, halt, Moment mal. Okay, hier ist nichts. Cool, wir haben es geschafft. Gott sei Dank, wir sind durch. Und Speicherort, sehr schön, das gefällt mir. Cool. So, dann bitte mal hier speichern, sehr schön, jetzt sind wir wieder alle schön safe. Das freut mich sehr. Okay, meine lieben Leute, ich würde mal sagen, durch die Zeit, wenn ich das jetzt die ganze Zeit jetzt hier beobachte, ist es am besten Zeit, wieder die Folge zu beenden. Ja, so leid es mir auch tut. Ich weiß, es ist echt spannend. Aber wie das Ganze weitergeht, das erfahren wir jetzt leider erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da oder schreibt doch wenigstens was Nettes in den Kommentaren, denn das würde mich natürlich super duper mega freuen. Und bis bald, bis zu der nächsten Folge hier bei Five Nights at Freddy's Security Breach. Macht's gut, bis bald und haut rein. Tschüss!